Auf Instagram habe ich vor kurzem erzählt, dass ich harte Kontaktlinsen habe und daraufhin haben mich einige gefragt, ob ich mal die Story dazu erzählen kann. Aber weil sie sehr witzig ist, dachte ich, dass ich das jetzt mache. Dieses Mikrofon ist nicht angeschlossen. Ja, man weiß ja nie, ob man schlecht sieht, weil man denkt, alle sehen so. Es hat tatsächlich angefangen, als ich meinen Führerschein gemacht habe. Also da war so ein Test, so die Öffnung von Kreisen musstest du so sagen, so oben, unten, links, rechts und alles. Ich war, glaube ich, einer der Letzten, die dran waren. Alle sind vor mir rangegangen, ganz easy, oben, unten, links, rechts, alle bestanden. Und ich dachte, ja geil, die haben es alle geschafft, kriege ich auch hin. Ich laufe hin, guck durch dieses Ding und denke mir so, hä? Das sind einfach nur so graue Flecken. Ja, da ist mir aufgefallen, okay, vielleicht stimmt irgendwas nicht. Also ich habe die Öffnungen halb geraten und der Typ war einfach so, ja, gehen Sie halt mal zum Optiker, wenn Sie hier fertig sind. Das hätte er safe auch nicht tun dürfen. Ich bin dann auf jeden Fall zum Optiker gegangen. Die haben so eine Maschine eingestellt und die Maschine hat überhaupt nicht funktioniert. Gar nicht. Und meinte der so, ja, ich glaube, Sie müssten da schon zum Augenarzt gehen, wir kriegen das nicht. Und ich so, okay. Der Augenarzt hat sich kurz angeguckt und gesagt, alles klar, das ist ein Keratokonus. Und das war zu dem Zeitpunkt für mich richtig schlimm, weil ich wollte Pilot werden bei der Lufthansa. Ich war aber schon im Prozess, ne? Du hast ja erst die psychologischen Tests, dann hast du erst so kognitive Tests, dann hast du so psychologische Tests bei der Lufthansa. Und ich habe, also für alle, die glauben, dass ich lüge, ich habe sogar Beweise. Wartet. Da. Ja? Auf jeden Fall war es dann so, dass ich in die Augenklinik gegangen bin und dort wurde dann diagnostiziert Keratokonus. Keratokonus ist, dein Augapfel vorne sozusagen ein bisschen dünner wird und weil der Druck im Auge ja gleich bleibt, drückt dein Augapfel so spitzig. Und weil dein Augapfel dann so spitzig ist, wird das Licht falsch gebrochen. Zum Beispiel Lichter habe ich immer doppelt gesehen. Einmal hier oben und dann einmal nochmal unten und so verzogen bis dahin unten. Es war zum Beispiel auch furchtbar, weil ich konnte so auf 5 Meter konnte ich Gesichter nicht richtig erkennen, weil die waren ja alle verschwommen. Wenn ich feiern gegangen wäre, wenn meine Freundin mir dann gesagt haben, ja, wir sitzen schon drin, musste dann ja reinlaufen und an den Tischen so vorbeilaufen, so. Ich muss ausgesehen haben. Die in der Klinik haben mir dann gesagt, das ist ganz simpel, da braucht es einfach so harte Kontaktlinsen und die drücken sich auf dein Auge und machen das Auge wieder rund. Und dann bin ich damals auch nach Stuttgart gegangen, in so ein Kontaktlinseninstitut, die haben mir diese Linsen eingesetzt und die tun natürlich arschweh am Anfang, weil es fühlt sich an, als hättest du so 700 Wimpern im Auge. Und ich gucke so aus dem Fenster und ich konnte, auf der Straße ist ein Mann über den Zebrastreifen gelaufen und ich konnte sein Gesicht erkennen. Vollkommen verrückt. Ich hatte meinen Traum bei Lufthansa, um da wieder zurückzukommen, schon so ein bisschen innerlich abgeschlossen. Und dann hatte ich die psychologischen Tests bestanden. Beweise, ne? Sehr geehrter Herr Schwertner. Okay, meinen Namen kann ich erzählen. Auch wir möchten Ihnen nochmal herzlich zur bestandenen Firmenqualifikation gratulieren. Wie bereits besprochen, haben Sie ja Ihren Termin beim medizinischen Dienst. Da wusste ich, okay, da entscheidet sich. Da ist wahrscheinlich der Arzt. Er wird mir wahrscheinlich bestätigen können, okay, cool oder nicht. Alle Tests sind auch super gelaufen und am Ende hast du so ein Gespräch beim Fliegerarzt der Deutschen Lufthansa. Ich habe ihn damals gefragt, hey, bitte seien Sie ganz ehrlich zu mir. Kann ich damit überhaupt Pilot werden? Ich will nicht hingehalten werden. Und er meinte so, hey, keine Sorge. Wir müssen nur in der Europäischen Luftfahrtbehörde brauchen wir die medizinische Tauglichkeitsklasse 1. Wenn die uns 1 geben, dann können sie auch bei uns Pilot werden. Und hier, man sieht, hier steht eine 1. Nicht 2, nicht 1,5, nicht 1 minus 1. Als ich das bekommen habe, dachte ich so, damn, jetzt werde ich Pilot. Und da dachte ich so, komm, ich muss jetzt ein Jahr warten darauf, bis ich als Pilot starten darf. Ich habe damals ein Studium angefangen in Konstanz. Bauingenieurswesen war das. Hab das natürlich auch allen erzählt. Ich arroganter Sack. Ah, Leute, ich werde E-Pilot. Ich lerne hier nichts. Ich habe dann die erste Woche im Studium komplett verpasst. Und da geht's richtig los, ne? Mathe 1, technische Mechanik. Und ich so, ja, ich schreibe nichts auf. Ich habe gar, egal. Aber es waren schon 6 Wochen her, seitdem ich diese medizinische Klasse 1 bekommen habe. Und ich dachte mir, ja, vielleicht sollte ich mal Bescheid bekommen von Lufthansa. Rufe ich an. Ja, ich wollte mal fragen, wann denn die Bestätigung ist und wann denn meine Schulung beginnt. Kommt so, sie sind leider aus dem Programm rausgenommen worden. Das werden wir ihnen auch nochmal schriftlich geben. Ich habe den Brief bestimmt auch noch irgendwo. Wartet. Kam der Brief an, steht da, dass eine langfristige Tauglichkeitsprognose bis zum 65. Lebensjahr nicht erteilt werden kann. Erstens habe ich mich so verarscht gefühlt. Ich habe den Arzt 3-mal gefragt. Er hat es mir einmal bestätigt. Ich habe gesagt, okay, bitte sagen Sie es mir nochmal, dass es funktioniert. Dann so, ja, es wird funktionieren. Und dann kommt der Brief. Er hat mir das Herz gebrochen. So richtig hintergangen habe ich mich gefühlt. Und ja, dann musste ich am nächsten Tag in mein Studium in mich reinlaufen und die ganzen Leute fragen, hey, könnte ich vielleicht deine Unterlagen haben, um nachzuzeichnen? Weil es sieht so aus, als würde ich hier doch richtig studieren müssen. Und dann war ich tatsächlich Bauingenieursstudent. Ja, das war die Story, wie die Lufthansa mich verarscht hat. Grüße gehen raus an euch, ne?